Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Und wie gesagt, also ich habe Langeweile. Und ich habe es noch nicht gesagt, aber ja. Also ich habe einfach mit YouTube mal angefangen, weil ich mir gedacht habe, dass TikTok halt langweilig geworden ist. Und ja, TikTok ist total langweilig geworden. Also ich mag TikTok schon noch, aber auf YouTube gibt es halt manchmal bessere Videos. Und ja, und ich weiß heute auch noch nicht, was ich machen soll, aber ich werde euch mal ein bisschen sowas erklären. Und zwar werden manchmal TikToks von mir hochgeladen oder ich mache einfach nur so ein Spaßvideo, so aus Langeweile. Und ich werde euch manchmal auch von den Clubtreffen von meinem Club mitnehmen. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, welcher ich bin. Also alle weiß ihr. Aber schaut, hier ist es gelb. Und welcher Name vom Club steht da? NL Jokers Family. Ich gehöre nämlich einem von den Jokers an. Und ich stelle mich einfach mal hier hin. Und wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal ein TikTok auf und ich weiß auch noch nicht ganz genau, welchen Sound ich nehmen soll. Ich gucke einfach mal. Ich nehme einfach mal den hier. Gut. Ich drehe das mal hier so. Oder nee, ich nehme diesen Sound doch nicht. Weil irgendwie ist der mir viel zu kurz. Ich nehme den Sound. Ah, ich habe vergessen, es auf 60 Sekunden jetzt zu stellen. Egal. Boah, jetzt habe ich nicht die richtigen Bewegungen gemacht. So. Okay, so. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Nee. Gut, Fotomodus. Also ich habe halt ein iPhone und kann deshalb die Videos da bearbeiten. So, ich nehme noch nicht weiter auf, aber ich muss kurz diesen Move machen. Vielleicht kommt danach die Bewegung, die ich machen möchte. So. Oder ich verwerf das. Okay. Falls ihr fragt, wie das Lied heißt, wenn ihr es überhaupt hört, es ist Waiting for Love von Avicii. Also, jetzt die Bewegung als letzte Endbewegung. So, jetzt schaue ich das TikTok mal an. Okay, danach war der Himmel auf einmal so weg, so komisch. So, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch genau dran erinnert, weil ich hatte schon mal einen YouTube-Account, der wurde aber am Ende gesperrt und ich hatte über 2200 Abonnenten. Ne? Also, falls meine Abonnenten mich wiederfinden, weil die haben halt auch täglich irgendwie meine Videos geschaut, weil, ja,
weil es hatte viele Aufrufe immer bekommen. Es hat sogar mehr Aufrufe als viele Abonnenten ich hatte. Ich habe auch immer mehr Likes bekommen auf die Videos, als ich Follower hatte. Oder gesagt Abonnenten, ich sage immer Follower, weil ich so ein TikTok-Abonnent bin. Dort weiß ich gar nicht mehr, wie ich hieß, weil das jetzt auch schon über ein Jahr her ist. Aber ja, ich bin halt auch richtig zufrieden irgendwie. Weil endlich habe ich mich mal wieder getraut, einen neuen YouTube-Kanal zu erstellen. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Gut. Ich kann den Chat nicht mehr öffnen. Hier, das sind meine Sachen. Ich muss halt auf Starcoins sparen. Okay, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Würde ich einfach mal vorschlagen, ich beende das Video jetzt auch mal. Und ich würde sagen, tschüss.